letzten Mal, wo wir über Konventionen gesprochen haben, am Ende noch zu Ende führen. Da sind wir ja nicht durchgekommen. Wir haben uns ein bisschen aufgehalten an diesen teils lustigen Übersetzungsfehlern, wenn ihr euch erinnert. Das war so das Letzte, worüber wir gesprochen haben. Gero hat mich darauf hingewiesen, dass ich dieses Bild zwar mehrfach auf den Folien gezeigt habe, aber überhaupt nicht darauf eingegangen bin, was daran eigentlich eigenartig ist. Und zwar geht es hier um die Konventionen, die kulturellen Konventionen. Und das Bild ist sehr kurios, denn da steht Future, made by Seamcon oder wie man die Firma ausspricht. Future ist Zukunft, in die Zukunft geht man eigentlich immer nach rechts, nicht nach links. Das heißt, das ist eine eigenartige Zusammenstellung, dass man jemanden nach links laufen lässt, aber Future dazu schreibt. Das kann natürlich hier an dieser Stelle Absicht gewesen sein, dass man das absichtlich so gegeneinander stellt. Aber das bezieht sich auf eben diese Richtungskompatibilitäten, Richtungskopplungen, über die ich gesprochen habe. Ne? Mehr ist nach rechts, die Zukunft ist nach rechts, lauter ist nach rechts und entsprechend leiser früher und entsprechend nach links. Gut. Wir haben bei den Konventionen die wichtigsten Bereiche besprochen. Was noch fehlt, sind die Bereiche, die sich auf, so Konventionen im Unternehmen beziehen oder Konventionen, die man sich vielleicht auch selber festlegt. Nochmal die Unterscheidung. Zum einen Konformität. Das sind die Konventionen, über die wir jetzt so gesprochen haben. Und die kommen in der Regel von außen. Das heißt, die macht man eigentlich nicht selber. Nur wenn man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hat und in einem Unternehmen wird viel Software produziert oder viele Websites werden produziert oder sowas, dann möchte man natürlich eine bestimmte Konvention aufstellen, sodass man eine gewisse Gleichheitlichkeit über die Software hinweg hat. So ein Style Guide nennt man das. Und dazu möchte ich noch ein paar wichtige Bemerkungen verlieren. Was ist so ein Style Guide? Also wie gesagt, in der Regel im Unternehmensumfeld. Privatleute machen sich üblicherweise keinen Style Guide, aber wenn man ein Unternehmen ist oder eine Behörde, dann gibt es solch einen Style Guide. So ein Style Guide ist kein Lehrbuch für Stil oder für Gestaltung, sondern in so einem Style Guide stehen ganz konkrete Dinge drin. Also zum Beispiel schreibt man in so einen Style Guide hinein, welche Farben man benutzt, welche Schriften man benutzt, wie viele Ränder man einhält und so weiter und so fort. Also ganz konkrete Vorgaben gehören in so einen Style Guide. Ein Style Guide enthält in der Regel keine Begründungen dafür. Oft ist das ja auch gar nicht zu begründen. Also zum Beispiel, dass die Uni Paderborn diese und jene Farbe benutzt für in Veröffentlichungen oder auf Websites, das hat ja keinen tatsächlichen wissenschaftlichen Grund oder sowas, sondern es ist einfach ein Stil, den man sich mal ausgesucht hat, ein Design. Keine Begründungen. Wichtig ist so ein Style Guide vor allen Dingen auch dafür, dass man gegen diesen Style Guide prüfen kann. Das heißt, so ein Style Guide muss an dieser Stelle auch konkret sein. Und sonst, wenn man sich an so ein Style Guide nicht besonders genau hält, dann sieht das Auftreten im Web oder auch die Software immer irgendwie ein bisschen hingefuscht aus. Also Style Guide ist eine wichtige Sache, nicht um ergonomischere Software zu gestalten, aber um eine Einheitlichkeit über die Software herzustellen. Und das ist eine erfreuliche Sache, das sollte man auf jeden Fall machen. Dies ist ein Ausschnitt aus dem Style Guide der Universität Paderborn, hier für den Bereich von Websites. Die Universität Paderborn hat seinen Style Guide online, könnt ihr euch mal angucken, könnt ihr mal runterladen, könnt ihr mal reinschauen, was da so alles drinsteht. Der ist ganz gut gemacht. Also da stehen wirklich viele der notwendigen Informationen drin. Es gibt auch öffentlich runterladbare Style Guides, zum Beispiel von der Bundeswehr oder von der Bundesregierung. Auch die sind sehenswert und durchaus könnte man sich durchaus mal angucken. Wenn man mal selber in die Notwendigkeit kommt, einen Style Guide zu erstellen, kann man sich gut daran orientieren. Nicht unbedingt an den tatsächlichen Stil. Also zum Beispiel solltet ihr für eure Unternehmen nicht reinschreiben, dass da immer ein Bundesadler reingehört. Aber natürlich an dem, was da so drin steht, ne? Wie der so aufgebaut ist, wie genau der ist und sowas. Da kann man sich gut orientieren. Ja, was kann alles spezifiziert werden? Ich habe es schon gesagt, Farben sind immer eine wichtige Sache, aber natürlich auch
Formen und Größen, also zum Beispiel hier bei diesem, dass hier unten immer dieser Bereich, dieser blaue Bereich unten ist mit diesem Hintergrundbild, wo die Universität drauf abgebildet ist. Auch welche Elemente es auf den Seiten überhaupt gibt, also zum Beispiel, dass man oben immer die Navigation hat und die Navigation immer dieses und jene Format hat und unten immer dieser allgemeine Fuß kommt mit den allgemeinen Links zur Universität. Also was gehört in so einen Style Guide hinein und sollte genau spezifiziert werden. Wichtig ist, dass ein Style Guide angepasst ist auf das Medium. Das heißt, dieser Style Guide fürs Web eignet sich nicht als Style Guide für PowerPoint-Präsentationen und würde sich auch nicht eignen als Style Guide für Buchpublikationen der Universität Paderborn. Da hätte man ja diese ganzen Elemente, würde man ja so gar nicht unterbringen. Das heißt, üblicherweise hat man, wenn man sowas macht, mehrere Style Guides, die dann natürlich untereinander anzugleichen sind, sodass das nicht so aussieht, als hätten die Bücher überhaupt nichts mit der Website zu tun, sondern dass da eine gewisse Ähnlichkeit drin vorkommt. Wichtig bei Style Guides ist auch, wenn ihr sie selber aufstellt, dass ihr sie natürlich so aufstellt, nach dem, was wir alles im Vorfeld besprochen haben. Das ist oft ein Problem, vor allen Dingen, wenn man in Unternehmen arbeitet, wo bestimmte Stilvorgaben schon existieren. Ich hatte ja schon mal über die Sparkasse gesprochen, mit ihrem Hang zu Rot. Und leider nicht nur im Logo, sondern leider haben die sich ja mal entschlossen, dieses Rot überall unterzubringen, vor allen Dingen gerne in Überschriften. Jetzt ist die Frage, ob man es dann hinkriegt, dagegen anzugehen. Wahrscheinlich nicht. Da muss man sich dann damit abfinden. Da muss man versuchen, irgendwie sonst das auszutarieren, dass das nicht ganz so tragisch wird. Wenn das denn überhaupt an uns ist. Ne? Weil meistens ist das ein Style Guide, der schon von außen vorgegeben ist. Naja, hier sieht man zum Beispiel mal bei dem Style Guide der Universität Paderborn, welche Farben angegeben sind. Und die stehen oben, das sind die UPB-Farben. So haben sie die genannt. Und das ist in der Regel erstmal überhaupt nur eine einzige Farbe, die da angegeben ist, die Primärfarbe. Und dann gibt es Sekundärfarben, was als Abstufungen von dieser Primärfarbe sind in gewisser Weise, also heller oder weniger gesättigt. Das weniger gesättigt ist, hat man hier so weit gemacht, dass es grau ist. Gut, grau ist jede Farbe in weniger gesättigt, das funktioniert natürlich immer. Und davon zwei verschiedene Graustufen. Das heißt, mit diesem oberen Farbsatz müsste man eigentlich hinkommen, sagen wir mal so, das Grundgerüst auf so einer Website aufzubauen, die der Uni Paderborn entspricht. Und unten gibt es noch 5 Ergänzungsfarben, das sind dann Auszeichnungsfarben, wo man sagen muss, hier möchte ich etwa ein Element komplett herausstellen aus allem. Dann kann ich mich dieser Ergänzungsfarben bedienen. Warum ist es so schön, einen Style Guide zu haben? Derjenige, der konkret gestaltet, muss sich dann einfach um weniger kümmern, logisch. Ne? Also er muss vor allen Dingen, wenn man jetzt mal die Farbgestaltung nimmt, nicht jedes Mal wieder gucken, welche Farben passen denn zueinander, muss nicht irgendwie im HSL-Modell an den Reglern drehen oder sowas, sondern er kann sich darauf verlassen, dass man Farben hat, die schon in gewisser Weise zueinander passen werden. Andere Angaben, die da zum Beispiel drinstehen, sind auch Angaben zu, wann benutzt man eigentlich welches User-Interface-Element. Wann benutzt man zum Beispiel ein Dropdown-Feld und wann benutzt man so Checkboxen oder sowas. All sowas sollte geregelt werden, einfach damit es nicht überall anders ist. Wir sehen gleich im Beispiel von Panda bei Erwartungsstabilität, also ein paar Folien später, Beispiele, wo man sieht, wo das nicht richtig funktioniert hat, wo dann Inkonsistenzen passieren. Und da können wir uns nochmal überlegen, wie schlimm das eigentlich ist, dass die passieren oder ob das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Zu den Style Guides eines Herstellers gibt es dann noch projektspezifische Style Guides und die müsstet ihr machen, sobald ihr eine Software macht oder eine Website erstellt, müsst ihr sagen, der Hersteller hat schon einen Style Guide und ich schreibe jetzt einen zusätzlichen Style Guide dazu. Warum das denn? Warum sollte man das machen? Das hat einfach den Vorteil, dass man dann das Konkrete für diese Software hineinschreibt. Zum Beispiel gibt die Universität allgemein vor, wie die Farben sind und wie die Menüstrukturen sind. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache etwas Konkretes für die Informatik, dann kann die Informatik ja auch wieder viele Sachen festlegen müssen. Oder ich mache etwas für die Entwicklung in Panda und wenn ich für die Entwicklung in Panda was mache, dann habe ich eine gewisse Programmierumgebung und dann muss ich mich darauf spezifizieren. Das heißt, bei projektspezifischen Style Guides ist das Wichtige, dass man
sich, steht hier in der Mitte, auf das Entwicklungswerkzeug bezieht. Das heißt, ich gebe dann nicht so allgemein irgendwie an, diese und jene Farbe ist das, sondern ich sage zum Beispiel, wähle in der Auswahl Farbe Nummer 5 oder die Auszeichnungsfarbe oder sowas, oder nimm genau dieses Element aus diesem Werkzeugkasten heraus oder solche Dinge. Also man wird dann spezifisch auch auf das Projekt, auf das Programm oder auf die Entwicklungsumgebung, mit der man das macht. Bei HTML wäre es, welche Klassen benutze ich eigentlich, muss ich zuweisen, damit derjenige nicht anfängt, nochmal diesen Style Guide quasi nachzuentwickeln, sondern dann auch konkret das benutzt, was schon da ist, was ja schon angeboten wird. Gut, so viel zu Style Guides. Da sind wir quasi im Unternehmensbereich gewesen. Fassen wir das mit der Konformität nochmal ein bisschen zusammen. Was kann man dazu noch sagen? Also Style Guides, das sind Sachen, an die man sich halten sollte, aber nicht unbedingt muss. Das ist eine komische Sache, die ich jetzt sage. Also man sollte einen Style Guide haben, und wenn man einen Style Guide hat, sollte man sich an ihn halten. Es sei denn, man hat einen guten Grund, sich nicht an ihn zu halten. Das kann man eigentlich für Konventionen fast immer sagen. Wenn man einen guten Grund hat, sich an eine Konvention nicht zu halten, kann man sich auch an die Konvention nicht halten. Dieser Grund muss aber echt gut sein. Also der muss schon vieles überwinden, der muss schon viele Gewohnheiten oder sowas obsolet werden lassen, als dass man wirklich einen Grund hat, da wieder dagegen zu laufen. Nehmen wir als Beispiel, ihr wolltet eine Software erstellen, die aus irgendeinem Grunde einen anderen Schließmechanismus für Fenster hat als den in Windows üblichen. Da müsst ihr schon einen wirklich sehr guten Grund finden, warum man das machen sollte. Warum man nicht den klassischen Grund, diese klassische Fenster schließen mit dem X oben in der Ecke haben sollte. Wenn ihr aber zum Beispiel bestimmte Formulare erstellt, wo bestimmte Arten von Eingaben nötig sind, die sonst nicht so üblich sind, also irgendwelche Von-Bis-Angaben, die sonst nicht spezifiziert sind, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, der Style Guide gibt das nicht vor, beziehungsweise der Style Guide würde mich zwingen, irgendetwas Unpraktisches zu verwenden. Ich mache was Eigenes, ich mache was anderes. Das ist eine ganz generelle Sache, die man sagen kann. Man muss für jede Abweichung von einer Konvention einen guten Grund haben. Und das Gleiche gilt auch für den nächsten Punkt, den wir jetzt besprechen. Jetzt kommen wir von den Konventionen weg, die es schon gibt, sondern jetzt geht es um die Erwartungsstabilität. Erwartungsstabilität bedeutet, ich generiere eine Software und innerhalb dieser Software mache ich bestimmte Sachen immer gleich. Erwartungsstabilität wird dann wichtig, wenn ich eine Software habe, die mehr als eine Bildschirmmaske hat. Auf einer Bildschirmmaske ist das in der Regel nicht so tragisch, weil ich dann ja auf die Bildschirmmaske sehen kann, habe ja alles im Blick. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Software habt, die auf der einen Seite immer von Nutzer spricht und auf der nächsten Seite immer von User spricht und auf der dritten Seite von, ja, was weiß ich, was kann man da noch für ein Wort nehmen, Teilnehmer, dann ist das nicht stabil, nicht erwartungsstabil. Um diese Sachen geht es jetzt hier an dieser Stelle. Das heißt, bei Konventionen ging es immer um Konventionen, die von außen kommen, an die man sich halten muss, die von außen spezifiziert werden. Und bei der Erwartungsstabilität jetzt geht es um eigene Konventionen, wenn man so will, also um Konsistenz innerhalb des Projektes. Gucken wir uns dieses schöne Beispiel an. Es ist uralt, wie ihr seht, Windows 3.11, also aus den 90er Jahren, aber es ist so ein schönes Beispiel, deswegen habe ich es drin gelassen. Wir haben aber gleich noch neuere Beispiele. Diese beiden Fenster sind sich ja einigermaßen ähnlich, sind beides Fenster, die man aus der Systemsteuerung heraus aufrufen konnte. Aber man sieht schon auf den ersten Blick, dass es schon rein optisch eine gewisse Inkonsistenz gibt, ne? Dass man hier ein Fenster hat, was grau gestaltet ist, während man hier ein Fenster hat, was weiß gestaltet ist. Das ist schon ein Unterschied, der auf der Vorseite stand, ist ein Unterschied, der keinen Unterschied macht.
Und das ist immer eine Verletzung dieser Wahrnehmungsstabilität. Das heißt, man könnte jetzt als Nutzer auf den Gedanken kommen, versuchen zu interpretieren, was will das mit mir? Was bedeutet das, dass das eine weiß ist und das andere grau ist? Und es bedeutet schlicht nichts. Das bedeutet hier an dieser Stelle wohl eher nur, dass das eine ein bisschen früher gestaltet wurde in der Windows-Entstehungsgeschichte, nämlich das weiße Fenster und das graue etwas später. Aber das ist natürlich nichts, was ein guter Grund wäre für eine andere Gestaltung. Und wenn ihr jetzt mal vergleicht, dann seht ihr zum Beispiel, dass es einen Punkt Hilfe gibt. Und der Punkt Hilfe ist mal der zweite oben und mal ist es der letzte. Auch das ist ein Unterschied, der keinen Unterschied macht an dieser Stelle. Also eine Verletzung dieser Stabilität. Das Gleiche gilt für gleiche Funktion, unterschiedlich beschriftet. Löschen und entfernen. Löschen und entfernen ist das Gleiche. Auch unterschiedlich gemacht, aber es hat keinen Bedeutungsunterschied innerhalb des gleichen Softwareproduktes. Das heißt, da ist auch wieder ein Stabilitätsproblem. Was dahinter steckt, ist einfach, ich sehe die Dinger ja nicht gleichzeitig üblicherweise, sondern ich sehe ja entweder das eine Fenster oder das andere Fenster. Der Nutzer soll sich einfach in einer vertrauten Umgebung befinden, möglichst vertrauten Umgebung befinden, auch wenn er das zweite Fenster noch nicht gesehen hat. Hier muss er quasi neu lernen, muss er wieder von vorne anfangen. Das sind natürlich kleine Lernschritte, aber es sind doch Probleme, die auftreten können. Das ist das versprochene Beispiel von Panda. Panda, benutzt ihr bestimmt für andere Veranstaltungen schon, basiert auf der Lernplattform Moodle. Moodle ist so ein ganz großes Softwareprojekt, benutzen ganz viele Universitäten und Moodle hat ganz viele Module. Ich weiß nicht, ob das deswegen vielleicht sogar Moodle heißt, muss man mal nachgucken, ob das von Modulen kommt. Aber man kann das vor allem mit vielen Modulen und Plugins anreichern, sodass es alles Mögliche machen kann, bis hin zu Klausuren in Moodle, meine ich, sogar auch möglich. Und das ist natürlich auch passiert, auch hier bei der Uni Paderborn. Man hat hier verschiedene Module eingebunden, die von verschiedensten Entwicklern gemacht wurden. Und was ist dabei passiert? Was ist das Resultat? Wenn wir uns mal angucken, ein neues Objekt zu erzeugen, in diesem Dateienbereich, wo man seine eigenen Dateien verwalten kann, da muss man auf so ein kleines Icon drücken, um eine Datei hochzuladen. Im Bereich Kalender muss man neuer Termin klicken und das ist ein Button, der ist da rechts, das ist da in der Mitte, der Button. Und im Blogbereich hat man nicht einen Button auf der rechten Seite mit Beschreibung neuer Beitrag, sondern einen Link in der Mitte. Das ist nicht erwartungsstabil. Das führt dazu, dass, ich habe eben schon gesagt, ist das eigentlich so schlimm? Also ich denke, wir kommen alle irgendwie damit zurecht. Es führt nicht dazu, dass man diese Software nicht benutzen könnte, sondern es führt eher dazu, dass man den Eindruck hat, dass die Software nicht so richtig aus einem Guss ist, dass die nicht ganz professionell ist oder sowas. Und das passiert ganz schnell bei Softwareprojekten, wo mehrere Entwickler zusammenarbeiten, gerade wenn Plugins von irgendwo herkommen. Das Plugin hat natürlich jemand anders geschrieben als der Hauptentwickler. Wie könnte man es verhindern, dass sowas passiert? Sind wir wieder bei den Style Guides. Ein Style Guide hat es hier offensichtlich gegeben, denn wenn wir uns das hier mal anschauen, diese drei Darstellungen von Panda, die sehen schon so auf den ersten Blick ziemlich ähnlich gestaltet aus, sagen wir mal. Die Universitätsfarben, diese UPB-Farben und sowas, die sind eingesetzt worden. Der Style Guide für das Web ist angewendet worden. Aber es gibt offensichtlich keinen produktspezifischen Style Guide oder aber, was ich annehme, die Software ermöglicht diese Art der Anpassung schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, das Plugin, zum Beispiel Plugin für den Kalender, erlaubt nicht, den Stil so weit anzupassen, dass aus dem Link jetzt auf einmal ein Button wird und der auf die rechte Seite rutscht. Das wäre aber im Sinne einer erwartungsstabilen Gestaltung und einer Gestaltung aus einem Guss sehr zu empfehlen. Was muss man machen? Das habe ich gerade gesagt. Idealerweise einen Style Guide erstellen und gerade im Webbereich, aber auch mittlerweile im generellen User Interface Bereich ist es ja so, Templates erstellen, also Vorlagen für das Design, in denen man bestimmte Inhaltsbereiche nur noch einfügt. Das hat immer den Vorteil, dass es dann hinterher einheitlicher aussieht, hat aber den Nachteil, dass es generischer wird. Also bei Templates darauf achten, dass man Templates nicht so einsetzt, dass hinterher generische Buttons entstehen. Ihr wisst, generische Buttons, das Schlimmste, was es gibt.
Ne? Haben wir ja fast jeder Vorlesung gehabt. Ja. Ansonsten die Sachen aus den Style Guides. Ne? Ein Glossar ist übrigens auch eine wichtige Sache in einem Style Guide, also dass man sich zum Beispiel auf eine Wortwahl einigt. Ne? Also dass es nicht mal Login und mal Anmelden ist. Das ist auch bei Panda übrigens so. In einigen Bereichen heißt es Login, in anderen Bereichen heißt es Anmelden. Oder war es bei Paul? Aber das sind so typische Sachen, die da passieren. Ein letzter Aspekt bleibt mir noch für die Erwartungsstabilität und für die Konformität, nämlich die zeitlichen Aspekte. Und hier ist vor allen Dingen gemeint, eine gewisse Gewohnung oder Konvention, die dadurch eintritt, dass man eine Software lange benutzt. Es ist euch vielleicht ja so gegangen, ich denke mal, ihr habt alle mal irgendwann Windows 7 benutzt. Und dann hat es einen Übergang gegeben von Windows 7 zu Windows 8 und ich kann mir vorstellen, dass ihr da eine gewisse Unterbrechung empfunden habt. Wenn man das mal so gelinde sagen kann. Das ist so ein typisches Problem, dass natürlich, also sowohl Windows 7 als auch Windows 8 mögen in sich vollständig konsistent gestaltet gewesen sein. Waren sie natürlich nicht, aber könnten sie theoretisch gewesen sein. Aber der Übergang ist auf jeden Fall ein Bruch. Und das ist auch ein Aspekt, den man bei der Stabilität durchaus betrachten sollte. Also man sollte mal darüber nachdenken, wenn man neue Softwareversionen macht, sollte man sich an sich hüten, so große Brüche einzubauen. Man muss wirklich dann auch gute Gründe haben, solche großen Brüche einzubauen. Also zum Beispiel hätte Microsoft schlecht daran getan, wenn sie von Windows 95 zu Windows 98 sich auf einmal entschieden hätten, wir machen das Startmenü per Standard nicht mehr unten links, sondern unten rechts. Das wäre genauso, hätte natürlich genauso gut funktioniert, aber es ist eine unsinnige Änderung in dem Zusammenhang und die Leute hätten immer auf die falsche Stelle geklickt. Ich habe das, glaube ich, bei anderer Stelle schon mal erwähnt. Wenn ihr mal bei der Mensa guckt drüben, wenn sich da die Reihenfolgen der Produkte auf diesen Kassen ändert, dann fangen die Leute an zu suchen. Weil man merkt sich solche Sachen halt. Man wird zum Gewohnheitstier. Das heißt, solche Änderungen sollte man möglichst vermeiden, so große Art. Man kann das natürlich relativ gut machen, bei manchen anderen Sachen, indem man die alte und die neue Technik gleichzeitig anbietet. Also zum Beispiel die alten Tastenkombinationen nach wie vor vorsieht, obwohl man ein neues User-Interface eingebaut hat, was diese Tastenkombination so gar nicht bräuchte. Kann man machen. Es findet natürlich seine Grenzen. Ne? Man kann ja nicht alle User-Interface-Varianten der Welt, die man mal hatte, noch da drin hatten. Das muss man abwägen. Generell sollte man aber eine gewisse Stabilität da an den Tag legen. Ja, diskutieren wir einmal noch kurz, oder ich diskutiere und ihr überlegt mal, ob ihr das vielleicht ähnlich seht. Wie wichtig ist das eigentlich mit der Konsistenz, mit den Konventionen und der Stabilität? Das ist ein Kriterium, was sehr stark hervorgehoben wird üblicherweise. Aber vielleicht ist es so wichtig gar nicht, wie man meint. In Webplattformen zum Beispiel, also wenn ihr euch Facebook anguckt und euch YouTube anguckt, dann stellt ihr ja fest, Facebook und YouTube bedienen sich ja nun ganz unterschiedlich. Trotz alledem kommt man damit ganz gut zurecht. Also dieser Zustand, den wir früher gehabt haben, dass Microsoft einen Style Guide angibt und Apple einen Style Guide angibt und auf der einen Welt habe ich nur Apple-artige Anwendungen, auf der anderen Welt habe ich nur Microsoft-artige Anwendungen, ist spätestens mit dem World Wide Web eh vorbei. Weil es ganz viele Websites gibt, die jeweils ihre eigene Idee davon haben und dann so einen anderen Style Guide an den Tag legen. Das heißt, meine Hypothese wäre, die Bedeutung von Hersteller-Guidelines ist geringer geworden als früher. Das kann man auch so sehen, wenn man mal guckt, wie viele verschiedene Style Guides oder wie es zum Beispiel bei Windows gibt. Also wenn ihr Microsoft anguckt, da gibt es diese klassischen Windows-Anwendungen mit Datei, Bearbeiten etc. pp. Dann gibt es Windows Vista-artige Anwendungen mit den Ribbons oben, also diesen großen Menüleisten. Dann gibt es UWP-Apps, das sind Universal Windowing Platform Apps, das sind diese Kachelanwendungen, die mittlerweile bei Windows 10 wieder im Fenster laufen. Die sehen aber anders aus. Die haben zum Beispiel ganz große Schrift und haben auch keine 3D-Effekte üblicherweise. Und dann gibt es Anwendungen wie Edge oder wie Word, also die solche Anwendungen zwar sind, solche Universal Windowing Platform Anwendungen, wo Microsoft aber von seinem eigenen Style Guide abweicht.
um sie zu erstellen, weil die anders aussehen. Könnt ihr euch mal, könnt ihr mal gegeneinander aufmachen, solche Anwendungen, dann seht ihr das. Also klassische UWP-App wäre zum Beispiel Systemeinstellung. So sollten solche UWP-Apps aussehen. Das heißt, ihr habt schon in einem Betriebssystem 3 bis 4 verschiedene Style Guides gleichzeitig. Andersrum habe ich den Eindruck, dass das Webdesign einen großen Einfluss hat, wie das User Interface generell heute gestaltet ist. Das heißt, heute sehen Anwendungen am Laptop oder auf dem Tablet mehr aus wie Webanwendungen. Früher war es mal umgekehrt. Es gab eine ganze Zeit, galt es immer als besonders cool, im World Wide Web den Dateibaum von Explorer nachzubauen, wo man dann die Ordner so einzeln aufklappen kann und sowas. Oder auch diese Menüleisten nachzubauen. Das ist mittlerweile andersrum. Mittlerweile sind die Elemente aus dem Webdesign am Desktop gelandet. Auch das ist eine interessante Beobachtung, die man dann machen kann. Gut, das also als Abschluss für die ganzen Konventionen und für die Stabilität. Abschluss ist ein gutes Stichwort. Wir schließen generell ab. Wir sind also mit all unseren Anforderungen, die ich euch in dieser Vorlesung erzählen wollte, fertig. Und ich fasse sie einmal in einen Schnelldurchlauf zusammen. Gleich dazu zu sagen, dieses Bild, was jetzt hier gleich entsteht, müsst ihr euch nicht merken. Wir werden das nicht in der Klausur abfragen. Es ist nur so eine Einteilung, mit der man sich vielleicht klar machen kann, wie die Sachen zueinander hängen. Wir haben ja angefangen mit 3 theoretischen Vorlesungen, Architektur der menschlichen Wahrnehmung, dann Differenzerfahrung, Artefaktgebrauch und interaktive Nutzungsschnittstellen. Und darauf aufbauend kam dann unsere Anforderung zur Reduzierung erzwungener Sequenzialität. Denkt dran, Reduzierung erzwungener Sequenzialität ist unser Leitkriterium. Alles, was wir machen, ist immer mit dem Zweck der Reduzierung erzwungener Sequenzialitäten. Und am Anfang haben wir uns viel über das Aussehen von Objekten unterhalten, also über Farbgestaltung, über Textgestaltung und über Icongestaltung ganz explizit und darüber, wie man Objekte auszeichnet. Und dabei haben wir diese Anforderungen herausgearbeitet. Zum einen Erkennbarkeit, dass die Objekte generell überhaupt sich vom Hintergrund unterscheiden. Die Erkennbarkeit des Wortes Aussehen zum Beispiel auf dem Beamer, der so überstrahlt, ist nicht besonders hoch, ne? Also schon ein Problem, eine erzwungene Sequenzialität an dieser Stelle. Hier auf dem Bildschirm sieht es besser aus. Habe ich nicht bedacht, dass das so überstrahlt. Erkennbarkeit. Einfachheit. Alles, was wahrgenommen werden muss, alles, was da ist, was man wahrnehmen muss, um es zu verarbeiten, muss halt auch wahrgenommen werden. Und das ist einfach Bandbreite. Es dauert Zeit. Deswegen sind einfache Elemente immer schneller wahrzunehmen. Soweit so logisch. Einfachheit als Anforderung auch hier an dieser Stelle. Bei Icons haben wir vor allen Dingen über Einfachheit gesprochen, aber auch bei Text kann man über Einfachheit sprechen. Unterscheidbarkeit war auch wichtig, auch wieder bei beidem. Vor allen Dingen bei Icons haben wir darüber gesprochen. 2 Objekte, die nicht die gleichen sind, müssen sich natürlich auch unterscheiden können. Wenn sie sich zu ähnlich sind, dann kommt es zu Fehleinschätzungen oder es dauert einfach sehr lange, sie zu unterscheiden, wenn man ganz genau hingucken muss. Ablenkungsfreiheit war ein weiteres Kriterium an dieser Stelle. Wir müssen die Objekte so gestalten, dass nicht ein Objekt so derartig gestaltet ist, dass es die Aufmerksamkeit unsinnigerweise auf sich zieht. Denkt bei den Icons dran, bunte Icons, irgendwie ein ganz buntes Icon dazwischen. Und als letztes, auch bei Icons ein wichtiges Thema gewesen, die Wiedererkennbarkeit. Das war bei Icons die Ikonizität, also dass man ein Icon, Bildhaftigkeit, dass man ein Icon so erstellt, dass es an ein Objekt erinnert und dieses Objekt wiederum erinnert einen an die Funktion. Ne? Denkt daran, es ging hier um die Wiedererkennbarkeit, also dass ich die Funktion anhand dieses Icons wiedererkennen kann und nicht darum, dass ich es überhaupt erkennen kann. Also nicht, dass ich irgendwelche Icons baue, die selbsterklärend sind. Das Wort selbsterklärend hat bei uns gar keine Bedeutung, das gibt es gar nicht. Das waren die beim Aussehen. Und dann kamen ein paar dazu, zur Anordnung, nämlich Übersichtlichkeit und Strukturiertheit. Übersichtlichkeit, ich lasse alles Unnötige weg, ich ordne die Elemente ordentlich an, also ich bin in dem Sinne wirklich ordentlich, wie bei uns auch, wie man das auch im Haus sagen würde, einfach aufgeräumt. Hingegen Strukturiertheit, diese Ordnung in einer Art und Weise zu machen, die der Struktur der Anwendung auch entspricht. Das heißt, ich gruppiere inhaltliche Elemente zusammen, staple sie, um da so Hierarchien auszudrücken. Das haben wir unter Strukturiertheit besprochen. Das Ganze nennen wir Präsentation. Das ist der Bereich, der
Objekte auf dem Bildschirm. Über den haben wir ja relativ lange gesprochen. Dann kam dazu der Bereich Interaktion, vor allen Dingen mit der Rückmeldung. Und zwar sowohl diese Feedback- als auch Feed-Forward-Komponenten, die wir bei der Differenziertheit besprochen haben. Generell geht es immer darum, Kontinuität herzustellen. Kontinuität hat viel mit der Erwartungsstabilität von gerade zu tun. Ich möchte eine Umgebung haben, die sich nicht schlagartig ändert, in der ich mich weiterhin wohlfühle, einfach eine der natürlichen Umwelt einigermaßen entsprechende Umgebung. Also von euch verschwindet hier auch nicht einer plötzlich, ich würde das wahrscheinlich nicht mitbekommen, sondern derjenige, der gehen würde, würde ja kontinuierlich gehen. Ne? Also ich könnte denjenigen mit dem Auge verfolgen. Ich hoffe, das war jetzt kein Anlass, dass ihr gehen solltet. Ihr sollt bitte bleiben. Unmittelbarkeit war bei der Rückmeldung eine ganz wichtige Anforderung. Unmittelbarkeit, also ich mache etwas und die Rückmeldung erfolgt auf dem Fuße möglichst schnell. In verschiedenen Abstufungen, wenn ihr daran denkt, also die Rückmeldung zum Beispiel auf eine Mauszeigerbewegung muss erheblich schneller erfolgen, als zum Beispiel die Reaktion auf einen Klick auf einen Button. Aber auch die darf nicht 3 Sekunden dauern, weil dann passiert dieses Problem, was wir bei der Kaffeemaschine hatten. Daran hatte ich das besprochen. Man macht es dann mehrfach, man führt dann zu Fehlbedienung. Lokalität der Rückmeldung bedeutet, dass die Rückmeldung da passiert, wo man auch hinguckt. Das heißt, wenn man einen Button klickt, sollte die Rückmeldung irgendwo auch in der Nähe des Buttons passieren. Wenn man mit dem Mauszeiger hantiert, bietet sich der Mauszeiger als Rückmeldungsort an, weil das ist der Ort, an dem man auch hinguckt. Attentionalität, kann man fast sagen, ist das Gegenstück zu der Ablenkungsfreiheit, hier auf der anderen Seite. Attentionalität bedeutet Aufmerksamkeit lenken auf etwas, was besonders wichtig ist. Das heißt, ich fange, lass irgendwie was blinken auf dem Bildschirm, lasse was springen, mache einen Soundeffekt oder sowas. Das sind Techniken der Attentionalität. Und dann als letztes die Differenziertheit mit genau diesen beiden Aspekten. Feedback, ich gebe Rückmeldung, möglichst genau, was passiert ist, wie bin ich hierher gekommen, und ein Feed-Forward, was kann ich alles noch tun, welche Handlungsoptionen stehen alle zur Verfügung. Das ist die Differenziertheit. So, das Ganze haben wir oder können wir nennen Gestaltung eines Handlungs- und Wahrnehmungsraums. Das ist quasi eine Bildschirmmaske, die wir gestalten, ein Handlungs- und Wahrnehmungsraum. Wir haben aber öfter mehrere Handlungs- und Wahrnehmungsraum. Es passt nicht alles auf einen Bildschirm. Das ist nun mal ein großes Problem, was wir haben. Deswegen können wir sagen, wir müssen manchmal Handlungs- und Wahrnehmungsräume miteinander koppeln. Und da passen die Techniken, die wir bei Navigation besprochen haben, rein, unter dem Kriterium Orientierbarkeit. Ich teile den Leuten mit, was es noch alles gibt oder zumindest, dass es noch etwas gibt und das, naja, wie ich mich zum Ganzen verhalte, welchen Ausschnitt von dem Ganzen ich gerade sehe. Das waren die Techniken bei der Orientierbarkeit. Das ist noch gar nicht lange her, vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen. Wir haben aber bei der Interaktion dann noch etwas, nämlich, dass wir uns über die Eingaben unterhalten haben, also wie man Eingaben minimiert und wie man Eingaben so gestaltet, dass man sie handhaben kann. Das heißt, dass die Genauigkeit meiner Hand-Auge-Koordination gut genug ist, um zügig, sicher und genau zu handeln. Das waren die Sachen bei der Handhabbarkeit. Und bei der Ausführungsminimalität gab es eine ganze Reihe von Techniken, wie ich es hinkriege, Eingaben möglichst gar nicht erst machen zu müssen. Von Standardwerten angefangen, über vorausgefüllte Elemente, die man sich ausrechnen kann, bis zu der Technik, dass man alle Eingaben, die schon mal gemacht wurden, nochmal referenzieren kann oder jede Ausgabe zur Eingabe machen kann. Stichwort interreferenzielle Eingabe da. Ja, und Beeinflussbarkeit gehört da noch dazu. Beeinflussbarkeit war diese Eigenschaft, dass man langlaufende Prozesse unterbrechen kann, abbrechen kann oder nebenläufig gestalten kann. Jetzt am Ende haben wir gesprochen über Anpassungen an den Kontext. Also die Anwendung hat ja irgendwie was mit der Welt zu tun. Es gibt einen Kontext drumherum. Das heißt, wir müssen uns an gewisse Konventionen halten bei der Konformität und wir müssen uns daran anpassen, wie der Nutzer handelt. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache die Software anpassbar, also so, dass man seine eigenen Wege darin machen kann,
eigene Icons an irgendwelche Stellen setzen kann zum Beispiel. Oder flexibel, das heißt, ich biete mehrere Möglichkeiten gleichzeitig an, die gleichzeitig zu sehen wären. Dann haben wir noch die Erwartungsstabilität, die gehört mehr hier unten noch mit hinein. Da geht es auch darum, ich habe mehrere Masken, gerade erst darüber gesprochen, wir haben mehrere Masken und auf den mehreren Masken sollten die Dinge möglichst gleich sein, sollten möglichst stabil sein, sodass man sich zurechtfindet. Ja, das war das, was wir besprochen haben. Es käme noch mehr dazu, man könnte noch mehr machen. Man könnte zum Beispiel noch über Barrierefreiheit sprechen oder alle möglichen anderen Anforderungen, die noch anzustellen wären an ein bestimmtes User Interface. Dies ist quasi der Ausschnitt aus dem Ganzen, den wir bei uns in unserer Veranstaltung besprochen haben. Da habt ihr jetzt alle Kriterien, die wir gehabt haben, auf einem Bild zusammen. Dafür ist es vielleicht doch ganz gut. Nächstes Mal gehe ich Vorlesung für Vorlesung durch und gebe jeweils quasi die Take-Home-Message mit. Das heißt natürlich nicht, dass nur das, was ich nächstes Mal bespreche, auch in der Klausur vorkommen kann. Aber es sind so ziemlich, sagen wir mal, ist ein guter Hinweis, dass die Sachen, die da besprochen sind, auch die wichtigen sind, die in der Klausur mit einiger Wahrscheinlichkeit vorkommen.